Early Access Spiele gibt es ja reichlich auf Steam, in letzter Zeit auch wieder vermehrt. Es ist Wahnsinn, was da immer angeboten wird. Man weiß ja irgendwie schon gar nicht mehr, was man da überhaupt sich mal anschauen soll. Wir sind jetzt über ein Exemplar gestolpert, nämlich Arcane Worlds, und das sieht doch einem anderen Spiel sehr, sehr ähnlich, nämlich? Ja, ganz genau. Magic Carpet, das ist ja von Peter Molyneux, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele von Peter Molyneux. Da war man, ich glaube, 1994 war man auf einem fliegenden Teppich unterwegs in einer Spielwelt. Man musste Mana sammeln und sich gegen verschiedene Viecher zur Wehr setzen. Und das sieht dem Ganzen hier schon ziemlich ähnlich. Richtig. Also das Grundprinzip ist auch wirklich ganz genau dasselbe, bis auf den fliegenden Teppich. Den habe ich so nicht gesehen. Aber man spielt wirklich auch wieder einen Zauberer, fliegt durch diese Welten, sammelt Mana, sammelt Zaubersprüche, baut sehr Festungen, wo diese fliegenden Bärchen herauskommen. Das ist quasi das Pendant zu den Ballons in Magic Carpet, die das Mana dann automatisch sammeln. Ich finde es vor allen Dingen deswegen spannend, weil das ist ein Projekt, was ein Mann alleine macht. Genau, ein gewisser Alexei Wolninskov, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ein Bulgare ist das. Und der hat hier eine ganze Menge reingepackt. Ja, das Ding ist seit 2011 gestartet und jetzt eben seit dem 28. Januar als Early Access drin. Und was wir jetzt sehen, ist quasi eine spielbare Early Alpha-Version, wo er sagt, das ist im Prinzip auch jetzt erstmal so eine Art Demo, die halt zeigt, wie das Ganze funktionieren soll. Letztendlich ist aber schon das Spieluniversum soweit drin. Das besteht aus zufällig generierten Welten, die du dann über Portale bereisen kannst. Und was richtig cool ist, finde ich, sind diese Physikeffekte, die angebaut sind. Sind also, wir hier beim Wasser, ne? Genau, Simulation von Wasser, und später sehen wir auch Lava. Ja. Das ist schon schick. Ich meine, es ist jetzt nicht die absolute Top-Grafikqualität. Das ist wohl auch eine recht sparsame Engine, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Nö, es sieht halt auch stimmig aus insgesamt. Ja. Also auch wenn das vielleicht keine technischen Finessen hat. Jetzt aber wie jetzt hier, aber achte mal, sieht ja cool aus. Ne? So wie die Lava da runterfließt, das schaut schon gut aus. Ja, auf jeden Fall. Wie es inhaltlich nachher werden wird, müssen wir mal abwarten. Also bislang ist von der Story oder von Missionen ist da noch nichts zu sehen. Es ist, also du fliegst halt frei rum. Ja. Du hast dann so Steinkreise, wenn du da rüber fliegst oder recht nah vorbeifliegst, dann werden sozusagen die Gegner ausgelöst. Das sind die sogenannten Dark Creatures. Das können so fliegende Raben sein oder halt auch so diese Drachenwesen. Mehr habe ich bislang noch nicht gesehen an Viechern, aber es soll wohl deutlich mehr werden. Hier sehen wir mal dieses Spieluniversum. Wenn du so ein Portal hast, hast du eben Zugriff auf andere umliegende Welten, kannst dich da rein hin teleportieren. Und achten wir mal drauf, es geht verdammt fix. Also die Ladezeiten sind... Ja, die sind großartig. Und es soll wohl so sein, dass es dann, wenn du ein neues Spiel startest, wird dieses Universum quasi zufällig generiert und es sind dann mindestens 100 Welten jeweils verfügbar. Ja. Die Hauptstory, die es dann geben wird, die ist zwar letztendlich gleich, aber dadurch sich immer wieder neuartig zusammengestellte Welten dann ergeben, ist also der Spielablauf wohl immer ein bisschen anders. Du kannst eben auch die Umwelt letztendlich terraformen, du kannst Hügel anheben, senken, du kannst Feuer entfachen. Da ist eine ganze Menge drin, so erstmal so an Ideen. Finde ich ganz spannend. Ja. Und ich glaube, du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, man muss nicht nur alleine spielen, ne? Also Koop-Szenario ist angedacht. Richtig, also es steht fest, dass es neben dem Story-Modus für Einzelspieler wird es auch einen Koop-Modus geben. Das soll dann so ablaufen, dass du mit anderen Spielern zusammen quasi so immer stärker werdende Angriffswellen von diesen Viechern letztendlich abwehrst. Wie viele Spieler das werden, da gibt es jetzt noch keine Info drüber. Darüber hinaus ist auch angedacht, dass es einen PvP-Modus geben soll, der sich so erstmal auf so einer Spielwelt einzeln stattfindet, wo sich eben mehrere Parteien quasi gegeneinander quasi mit ihren Zaubersprüchen eins um die Ohren hauen. Ja. Von der Idee her hat uns der Entwickler auch im Interview mal gesagt, er überlegt schon, ob er vielleicht später mal sowas macht, dass man zwischen den Welten auch so einen Mehrspielermodus stattfinden lässt. Aber das ist noch Zukunftsplan. Ja. Er will jetzt erstmal das Spiel selber fertig machen und hat da ja auch noch eine Menge zu tun. Also ich finde, es hat auf jeden Fall Potenzial, was wir hier sehen. Ich mochte ja, wie gesagt, damals auch schon das Spielprinzip. Ich bin ja nicht so einer der großen Peter Molyneux-Fans, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, aber das hat mir damals tatsächlich Spaß gemacht, zur damaligen Zeit, das jetzt in so ein neues, modernes Korsett gepresst, jetzt fast gesagt, das klingt aber so negativ, also das halt quasi in modern jetzt. In modern mal umgesetzt. Umgesetzt. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Idee, finde ich. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Dass man sich an das Thema auch mal wieder rantraut. Also. Weil, also wie du schon sagtest, das war ja damals, war das ja so eine technologische Revolution, es lief ja auch auf kaum einem Rechner vernünftig. Richtig. Ja. Wir sind jetzt auch gerade dabei, ich hoffe, das klappt auch, dass wir nochmal das alte Magic Carpet zum Laufen bringen und damit auch nochmal ein Video machen. Das werden wir dann noch nachschieben, dass wir mal den Vergleich dann auch haben. Alten 486 aus dem Keller geholt. Richtig, ja. Ja. Ansonsten bislang in der spielbaren Demo, wie gesagt, man darf da nicht zu viel erwarten. Auf der anderen Seite, gut, kostet auch nicht viel. 8,99 finde ich ein fairer Preis. Das ist definitiv fair.
die Welten selber sind alle recht klein gehalten und das simuliert im Prinzip schon so eine Art ja, Planetenkugel, weil du merkst es, wenn du immer wieder gerade ja, immer geradeaus fliegst, kommst du genau an der Stelle raus, wo du losgeflogen bist. Also ja. Bist quasi einmal um den Planeten herumgeflogen, ja. Was recht schnell geht. Da ist jetzt auch die Orientierung hin und wieder ein bisschen schwierig. Also ich habe manchmal lange gebraucht, bis ich dann überhaupt so ein Portal gefunden habe, wo es dann weitergeht. Das glaub ich, ja. Aber wie gesagt, es ist, ja. Es ist eine ganz frühe Alpha-Version ja. Und ja, mal also gucken, wie sich es weiterentwickelt. Wir sind gespannt und bleiben am Ball. Ja. Jetzt lassen wir nochmal den Vulkan rauchen. Genau.